Unmenschlich. Mensch, ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch so schön wird, aber da kommt sogar die Sonne ein bisschen durch. Cool, dann gehen wir jetzt raus mit Scheißerchen und du darfst ja aussuchen, wohin. Ein bisschen Kopfschmerzen. Naja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal Gassi mit dem Hund. Der Hund kann, wie gesagt, entscheiden, wohin, also kommt es gleich drauf an, welche Richtung sie einschlägt. Weiß gar nicht, warum Kopfschmerzen hat. Sieht nach Zeit aus, eindeutig weit. Das sieht aus, als wenn sie da eine neue Möbelbau aufmachen wollen. Für manche ist es anscheinend wirklich sehr schwer, den Müll dahin zu schmeißen, wo er hingehört, in eine Mülltonne oder in einen Mülleimer. Tag, heute ist Donnerstag, der 3.3.2016 und gestern habe ich nicht Tag gesagt. Unhöflich von mir. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vermisst habt, ob ihr es schlimm fandet, ob ich es vielleicht immer weglassen soll. Quatsch, oder so waren sie auch schon wieder unterwegs. Ich habe erst überlegt, ob ich heute wieder joggen gehe. Aber ich mir gedacht, ich habe keinen Muskelkater, glücklicherweise. Dann sollte ich es aber nicht gleich übertreiben und es ruhig angehen lassen. Bin dann nun wieder eine Weile nicht gelaufen und wenn ich heute wieder gelaufen wäre, hätte ich morgen garantiert Muskelkater gehabt. Und dann hätte ich wieder irgendwie mindestens 3 Tage ausgesetzt und nichts getan. Das hast du lange nicht gemacht, ne? Schön ist ja immer, wenn so Leute, die wirklich mit jedem zweiten, dritten Wort klar machen, dass sie ja überhaupt keine Ahnung haben von dem, was sie da reden, mit mir über das Internet sprechen wollen oder mir das Internet erklären wollen. Ich meine, ich verstehe auch nicht alles im Internet, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht der Nerd, für den mich immer viele halten. Ich bin absolut kein Nerd, ich bin so eher so ein Geek. Ich stehe auch immer da mit so einem riesen What the fuck über meinem Kopf. Komm, geh mal her. Hierher. Nimm den Maul. So ist es. Hier ist er noch. Du rennst immer viel zu früh los. Ich kann doch nicht werfen, wenn der Hund schon da hinten ist. Dann treffe ich den Hund nicht. Mir ist in letzter Zeit eigentlich sehr negativ aufgefallen, also für mich, also ich finde es negativ, dass die Beschreibung zu Content, also speziell hier auf YouTube zu Video natürlich, aber auch auf Instagram zum Beispiel zu Fotos und so, anscheinend nie gelesen werden. Okay, in meiner Beschreibung steht natürlich das Equipment drin, da stehen Informationen zur Musik drin, da stehen die Links zu dem Musiker und die Links zu Leuten, die vielleicht im Video mit vorkommen. Aber da steht auch ganz, also in jedem Video von mir, das ich gepostet habe, steht immer ein kleiner Text dazu und oft mit Informationen, die für den Inhalt vom Video noch ganz interessant bzw. wichtig sind. Und irgendwie ist es ein bisschen schade, dass es scheinbar wirklich nicht gelesen wird. Ich habe keine Ahnung, was sie da eigentlich mal versucht mit ihrem Stock, weil einbuddeln will sie den scheinbar ja nicht. Buddelt ja immer nur draußen rum und schubst den hin und her, aber wenn sie Spaß dran hat, soll sie machen. Und ihr macht das sichtlich Spaß. Aber wer hat immer Stress mit dem Förster? Ich, weil der Hund nicht angeleint ist. Komm, Scheiße. Man fragt sich nicht, wie Müll in den Wald kommt, das ist klar, aber warum und wie so bestimmter Müll in den Wald kommt? Ich meine, Pappteller? Ich weiß.
weiß nicht, was los ist, aber mit Akkus habe ich ja anscheinend irgendwie nur Probleme in letzter Zeit. Ich habe, bevor ich in den Wald gegangen bin mit Cookie gerade, den Akku von der Kamera gewechselt. Weil der schon fast leer war. Und habe einen frischen Akku reingemacht, der voll war. Noch bevor ich wieder zurück war, also unterwegs noch auf dem Rückweg, ging die Kamera aus, weil der hier jetzt, der Akku leer war. Ich sollte vielleicht noch die Sportklamotten waschen, wenn ich morgen wieder laufen gehen will. Freude! Naja, hilft ja nichts. Wie spät ist es? Oh, 13.16 Uhr. Muss zur Arbeit. Zur Arbeit, noch mehr Freude. Du bist schön lieb, ne? Bist schön lieb. Ja, schön lieb sein. Bis später. Ich hab schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Und zwar immer so schubweise oder pochen, keine Ahnung, komisch Kopfschmerzen. Und ich hab schon überlegt, ob es vielleicht die Weisheitszähne sind, weil es ein bisschen tut es hier hinten auch weh. Aber auch nicht ständig, sondern auch so merkwürdig halt. Wer weiß, keine Ahnung. Deswegen habe ich heute auch nichts weiter. Konnte mir über nichts Gedanken machen, weil ich irgendwie mit so Kopfschmerzen zu tun hatte. Ja, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Nuscheln manchmal, das weiß ich. Manchmal richtig doll nuscheln. Also so ein, eher schon Kauderwelsch reden. Und ich glaube, das hängt auch mit meinen Weisheitszähnen zusammen. Weiß ich nicht genau. Ich habe noch alle Weisheitszähne. Und noch haben sie nicht wirklich Probleme gemacht, sodass ich sagen musste, raus damit. Naja, und jetzt, also fühlt sich schon irgendwie so ein bisschen nach Weisheitszahn an. Und ich merke auch, dass ich heute besonders schlimm spreche. Kauderwelsch-Sprecher. Also auf Zahnarzt zeigt wirklich keine Lust. Bin froh, dass meine Zähne wirklich in einem relativ guten Zustand sind. Ich musste schon sehr lange nicht mehr wirklich viel machen lassen an den Zähnen. Und ich glaube wirklich, dass zumindest mein Nuscheln an den Weisheitszähnen liegt. Naja.